Herzlich willkommen zur zweiten Folge Lina fragt nach. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder auch schön, dass ihr zum ersten Mal dabei seid. In diesem Format soll es um das Thema Studium und Pflege gehen. Das letzte Mal in der ersten Folge haben wir so ein bisschen eher über das Thema Ausbildung gesprochen, aber heute soll es jetzt tatsächlich um dieses große Thema gehen, was bei mir so viele Fragen verursacht. Der Bachelorstudiengang in der Pflege. Und das ist wahrscheinlich schon falsch, weil es gibt gar nicht den Bachelorstudiengang in der Pflege. Aber da möchte ich jetzt gar nicht so viel weiter erzählen. Wir fangen einfach an und Anna und Moritz erklären uns das alles wieder. Einfach. Ein Überblick, wie das mit den Bachelorn in der Pflege ist, gibt uns jetzt auf jeden Fall schon mal Moritz. Das ist eine sehr gute Frage. Zunächst einmal gibt es die Möglichkeit, ausbildungsbegleitend ein Bachelorstudium abzuschließen. Das würde zum Beispiel parallel zur Ausbildung und eventuell auch noch ein Jahr länger darüber hinausgehen. Darüber hinaus gibt es die Bezeichnung ausbildungsintegrierender Bachelorstudiengang. Das bedeutet, dass die Ausbildungsstätte, also da, wo ihr eure reguläre Ausbildung macht, mit der Hochschule ganz eng miteinander verzahnt die Ausbildungsinhalte koordiniert. Als dritte Möglichkeit, einen Bachelorstudiengang zu machen, gibt es die Form eines additiven Bachelors. In dem Fall habt ihr bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen und entscheidet euch danach, noch einen Bachelor draufzusetzen. Dann als eine neue Form, vorher in einer Modellphase implementiert, gibt es jetzt auch die primär qualifizierenden Studiengänge. Da macht ihr eure Ausbildung direkt an der Hochschule und die Hochschule koordiniert all das, was ihr braucht, um eure Berufszulassung dann auf Bachelor-Niveau zu bekommen. Okay, bei mir ist jetzt auf jeden Fall schon mal ein großes Fragezeichen weg und es ist ein bisschen Struktur vorhanden. Wir haben also ausbildungsbegleitend, ausbildungsintegriert, additiven und primär qualifizierend. Klingt ja erstmal ganz strukturiert. Und wenn ich jetzt sozusagen einen Bachelor machen würde, dann wäre das ein additiver, weil ich habe schon eine Ausbildung und setze sozusagen einen Bachelor obendrauf. Moritz hat uns ja auch gleich schon mit erklärt, wie da sozusagen die Zusammenhänge sind. Aber ich würde gerne noch mal genauer wissen, wie unterscheiden sich die Bachelor denn jetzt tatsächlich? In primären Studiengängen findet die gesamte Ausbildung an der Hochschule statt. Die Hochschule koordiniert die Praxiseinsätze mit den Kooperationspartnern und plant auch die notwendigen theoretischen Inhalte. Der wohl größte Unterschied der Studiengänge liegt darin, dass Studierende von primärqualifizierenden Studiengängen tatsächlich Studierende sind. Sie haben also keinen Arbeitsvertrag mit einer Praxiseinrichtung. Sie bekommen keinen Lohn, sind aber dafür auch nicht auf dem Stellenplan in der Einrichtung angerechnet und können sich so voll aufs Lernen konzentrieren. Hingegen Studierende von ausbildungsintegrierenden Studiengängen haben einen Arbeitsvertrag und dabei Rechte und Pflichten von Arbeitnehmerinnen. Sie erhalten für ihre Arbeitsleistung Lohn und haben unter anderem Anspruch auf Urlaub. Dadurch werden sie auch teilweise auf den jeweiligen Stellenplänen berücksichtigt. Die Tätigkeiten von ausbildungsintegrierenden oder primärqualifizierenden Studiengängen am Ende des Studiums unterscheiden sich nicht. Okay, also bei dem einen bin ich angestellt, bei dem anderen nicht. Dafür kann ich aber im Endeffekt das Gleiche machen. Das klingt ja ganz verständlich. Ich würde aber gerne nochmal wissen, welche Qualifikation braucht man denn jetzt, um dieses Studium oder überhaupt einen Bachelor anfangen zu können? Um ein Studium zu beginnen, ist je nach Hochschule eine Hochschulzugangsberechtigung notwendig oder auch Fachhochschulzugangsberechtigung. Darüber hinaus gibt es in fast allen Bundesländern auch die Möglichkeit, einen fachgebundenen Hochschulzugang ohne Fachabitur zu bekommen. Okay, das war viel Fachhochschulberechtigung irgendwas. Nochmal zur Vereinfachung. Also Fachhochschulberechtigung ist sozusagen Abitur oder Fachabitur. Und mit den Bundesländern, was Moritz zum Schluss noch meinte, das hatte ich tatsächlich auch schon im Klinikalltag gehört, dass auch in verschiedenen Krankenhäusern auch dafür halt geworben wird, dass man gar kein Abitur unbedingt braucht, sondern dass die Berufsausbildung mit einigen Jahren Berufserfahrung auch einen dazu qualifizieren können, an einer Hochschule Pflege zu studieren. Und das ist ja auf jeden Fall eine super Perspektive und Möglichkeit.
Empfehlenswert ist es da auf jeden Fall nochmal bei den Hochschulen nachzuschauen, wo man tatsächlich studieren möchte. Die können dann am besten sagen, welche Voraussetzungen man explizit mitbringen muss, um das Studium zu beginnen. Okay, und jetzt gehen wir davon aus, ich habe alle Voraussetzungen und möchte das Studium beginnen. Wie lange dauert das dann? Also das primär qualifizierende Studium dauert so ungefähr 3,5 bis 4 Jahre. Das ausbildungsintegrierende Studium oder auch begleitend in der Regel 4 bis 3,5 Jahre. Und auf was muss ich jetzt noch achten, wenn ich mich für ein Studium bewerbe, interessiere, entscheide? Bei der Auswahl des Studiums solltest du darauf achten, ob eine Berufszulassung in das Studium integriert ist oder eine Berufszulassung für das Studium notwendig ist. Außerdem solltest du darauf achten, dass die Hochschule akkreditiert, also staatlich anerkannt ist. Wow, das waren jetzt auf jeden Fall super viele Informationen. Deswegen nochmal die Frage, wo finde ich denn all diese Informationen überhaupt? Informationen zu den Möglichkeiten, Pflege zu studieren, erhaltet ihr auf den bei uns verlinkten Seiten. Außerdem bei den Hochschulen, die in eurer Nähe sind und die Pflegestudiengänge anbieten. Die Adressen für die Webseiten, die könnt ihr jetzt hier nochmal sehen. Aber wie Anna schon meinte, ist auch immer gut, einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Also fragt Leute, die ihr vielleicht in eurem Umfeld kennt, die Pflege studiert haben, oder fragt in den Hochschulen nach. Und da sind die Experten, die können euch die ganzen Infos geben. Bereits beim Bearbeiten der Videos haben sich bei mir ganz viele Fragezeichen gelöst. Ich habe eine Struktur bekommen, ich verstehe jetzt, was ist ein additiver, was ist ein ausbildungsbegleitender, was ist ein ausbildungsintegrierter Studiengang. Und ich hoffe, euch geht das ganz genauso. Falls nicht, ihr könnt euch das Video ja gerne jederzeit wieder anschauen. Oder alle Fragen, die noch offen geblieben sind, könnt ihr uns einfach schreiben. In den Kommentaren oder per Nachricht, und wir beantworten die sehr gerne. Nächste Woche wollen wir uns dann mit dem Thema Weiterqualifizierung beschäftigen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis später.